Suppe ist fertig. Sieht super lecker aus. Ich werde sie jetzt auch gleich anrichten. Also wir essen sie jetzt heute so, aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, also wer möchte, kann eben halt wirklich einfach in eine feuerfeste Form die Suppe, Toastbrot getoastet drauf, eine Scheibe Käse drauf, bei 200 Grad 5 Minuten überbacken im Backofen, schmeckt auch super lecker. Und ja, wir essen sie jetzt so. Ich zeige sie euch einmal, wie sie aussieht. Also sie duftet, das ist der Wahnsinn. Schade, dass es bei YouTube keinen Duftkanal geben würde. Also ein Wahnsinnsaroma, wirklich, also die riecht super herrlich. Ja, das war unsere Zwiebelsuppe heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich weiß noch nicht, was es das nächste Mal gibt. Alle, die mehr sehen wollen, hier unten bitte einmal auf Abonnieren drücken. Und dann werden wir uns demnächst bei irgendeinem leckeren Rezept wiedersehen. Bis dahin, ciao und viel Spaß. Tschüss.